Ja, der ist doch nicht hübsch. Ne? Weißt du, der Harry rammt der Zeich auf. Ja. Und du. Aber das haben wir das auch schon gehabt. Das sind alles alte Kamelle. Das ist, weil ich immer so schnell fort muss, verstehst du? Das sind alles alte Kamelle. Lass es doch einfach. Ja. Wenn ich den Harry frage, hat er bestimmt was Neues. Harry, hast du was Neues? Excuse me, was? Du hast ja bestimmt was Neues, oder? Für uns. Ja. Neue Lieder. Was hast du Neues? Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat. Hurra, wir verblöden. Für uns wird's auch der Staub. Super. Nee, du hast ja bestimmt Neuigkeiten, oder? Für das Rip TV. Ich versuche mal im Rex in Losch einen Termin zu kriegen, dass wir auch mal ein bisschen nach Hesse expandieren quasi. Ist das schon öffentlich? Nee. Also jetzt schon. Also heute. Seit heute. Okay. Nee, keine Ahnung. Mehr gut, spielen. Der Glatzkopf lacht. Gibt's da schon einen Fanclub in Hessen? Haben wir Leute aus Hessen? Lachkopf klatscht. Ja, weiß ich nicht. Weil man Zeit ist, mein Fanclub gründen. Ein hessischer Fanclub. Haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht, aber müssten wir vielleicht schon mal machen. Badische Heber, ja. Ja, und zwei Personen für einen Club. Ja, was wollte ich sagen? Der nächste Gig ist am 26.05. Ehrlich? Fleisch mit Bassist. Vielleicht. Ich glaube, 25.05. Ich weiß es nicht. Aber da kann man ja auf die Homepage gucken, das müssen wir ja. Könnt ihr bei mir auf dem Schichtbahn gucken, noch die Tagschicht auf jeden Fall. Okay, ja, sind schon was Neues? Wir haben einen neuen Song. Ja, spielen wir denn? Wann spielen wir denn? Ich nicht sage am 25. oder 26.05. je nachdem, wann wir halt spielen. Ne? Riesen, das kann man aber auch blenden unten, da so von links nach rechts. Wo finde ich denn die ganzen Songs? Also den Text, jetzt, den kann ich ja gar nicht lesen. Wenn ich den jetzt abfilme, sehe ich. Du kannst es eh nicht lesen, weil du nur die Rückseite siehst. Ja, aber. Weil, wenn ich so mache, dann hätte ich ja nichts zu sehen. Stimmt. Also was mache ich denn jetzt, wenn ich den Text unbedingt lesen will? Wo gehe ich denn durch? Ach, jetzt hopp, lustig. Gehst du auf leseprobe.de? Nein, dann gehst du auf www.palzog.de ohne F, ganz wichtig, da stehen alle Texte. Gibt es als Kindle-Reader? Kann man das auf dem Kindle runterladen? Kindle? Schade. Also, glaube ich nicht. Aber vielleicht müsste man da mal den Schwuppes scharf machen, dass man vielleicht in Zukunft unsere Texte auch bei Amazon runterladen kann. Das kann man machen. Aber Mensch, der Schwuppes, der kann bis Samstag noch den Text, also bis heute Abend oder bis jetzt, wenn ich mir das Video angucke. Also eigentlich ist er schon drin, der Text, oder halt auch nicht. Oder nicht. Ja. Wenn nicht, guckt er einfach auf Texte, ja? Ja, Texte, ne? Ja. Oder, Texte von der Band Palzrock. Lied gut, im Allgemeinen. Ja. Ja. Na, erlaub. Ich hab gehört, wir stehen sogar schon ins heichliche Gesangsbuch drin. Ja. Oder? Oh, in Karlsberg. Karlsberg geht die Heich. Ja. Jawohl. Wie war's am Text? Legst du mal Arsch, oder? Oh. Nee, wie hört es oder Käse? Sag, meine Mutter guckt. Nee, ach oh, scheiße, meine Mutter ist eine Keisch. Oh, ja, hör auf. Meine Mutter ist Presbyter, ich darf nichts Falsches sagen. Ja, ich bin geimpft. Du bist ausgedreht. Deswegen hat meine Mutter gesagt, du darfst nichts von dem Bier trinken, weil du hast Keisch ausgedreht. Mach ich hier nicht. Ich trinke nur Weihwasser. Messwoll. Messwoll, genau. Ein paar Mal habe ich den Messwoll leer gesoffen, wie mein Sohn Konfirmation gehabt hat. Macht nichts. Jetzt kann ich das sagen. Ja, ich trinke Bier. Das gibt es sowieso keins. Aber das Beste ist, die Mama Noll hat der Band einen Kasten Bier gekauft. Der Einzige, der das trinkt, bin ich. Ja, ich schluss. Ja. Ich schluss danke, Mama Noll. Du bist ja der Angel Alkoholiker. Ich trinke für den Bruder mit. Die hat es aber auch verboten. Die hat gesagt, es ist nur für die Musiker. Ich muss mich echt beherrschen, weil ich lasse Buh halt was. Weil wenn ich zuschleise leer. Ja, Reis mit Bier. Dann Mama hat sowieso bloß gesagt, du darfst bloß zwei trinken. Ja, Reis. Muss das immer wieder so. Sonst wird er wieder so ausfällig und so assi. Ja. Dann macht er sich wieder nackig, zieht er wieder blank. Tja. So, was mir aber aufgefallen ist, wieder in dem Video. Du bist neu rasiert, film mal deinen Bart. Nee, ich rasiere mich nicht. Nein, das sollst du filmen. Hab ich gesagt, ich will. Nein! Nein, das ist geheim! Hey, das kannst du nicht machen, jetzt mal ohne Scheiß. Also, ich denn normalerweise nicht wiedererkennen, was ich da mache. Da verschrecken die Leute. Soll ich mal ganz kurz machen? Warte mal, kurz, guck mich mal an. So. Ja, hast das Fenster zu hart zugepatscht, ist abgefallen. Ja, und sieht scheiße aus, oder? Ja. Nee, ich finde, du siehst, ich hab mich mit dem Keks rasiert. Ich finde,
Du siehst, ohne Scheiß, du siehst 20 Jahre jünger aus, ne? Das heißt? Also man muss dazu sagen, du hast ein brutales Doppelkinn unter der Bar. Nein, stimmt doch gar nicht. Guck mal, das... Also Monji, ohne Scheiß, wie gesagt, die 10 Jahre, wo du jünger Woche bist, hast du an Kilo mehr gekriegt. Philipp, du musst immer so filmen, dann sieht man... Ja, ja, da hat eh eine Klammer gekriegt, dass er gespannt ist, der Dreck. Und nie von der Seite filmen, bitte. Ja, ja, genau. Hey Monchi, also du siehst echt, für deine Verhältnisse siehst du echt top. Arsch. Arsch. Ja. Da kennst du mich schon wieder eine Bombe bei dem Kleinen. Ruhe da hinten. Du bist so frech hier Ratten, ne? Das warst du früher nicht, sonst hätte man dich nie genommen. Nee, klappt was. Viel Spaß für sei. Da immer jemand in unsere Videos fehlt, weil jemand krank ist, mal ganz kurz zu Christoph. Nur ja, einfach da fehlt er halt schon wieder. Wieso fehlt denn der eigentlich? Weiß ich nicht, aber jetzt haben wir Christoph auch ein Video. Jetzt sind wir alle mal komplett in einem Video. Das war nee, ach, ich habe eine Idee. Christoph. Schick uns doch einfach ein WhatsApp-Video. Ja, das schneide ich dann neu. Das schneide ich dann neu. Du musst dich aber beeilen, weil das Video läuft ja jetzt schon quasi. Ja, stimmt. Ich schreib eine WhatsApp. Für nächste Woche soll er schicken. Lieber Christoph, schick uns eine Liebesbotschaft aus dem Land, wo du wohnst. Aus den Malediven. Weiß ich, wo du bist. Malediven. Hongkong oder irgendwo. Schreib uns doch eine Videonachricht oder schick uns eine Schmauchs Schenny. Einöde, gell? Ich weiß nicht, wo du rumhubst. Aber schick uns was. Wir täten uns freu, dass wir alle mal wieder in einem Video zu sehen. Ohne Scheiß. Servus Jungs, ich sende euch ganz herzliche Grüße aus Hamburg. Manche nennen es Arbeit, ich finde es toll. Aber natürlich bin ich sehr traurig darüber, dass ich nicht bei euch sein kann. Deshalb herzliche Grüße. Thank you.